der Weißduftige. Also hier das Thema Wiesenobst mit Kräutern und mit Blüten. Das war unser zweiter Alkoholfreier, den wir gemacht haben, nach dem Rotfruchtigen. Und die Idee kam von einem befreundeten Gastronomen aus Heidenheim, vom Frank Biedmann, vom Ursprung. Und hier ist natürlich immer so, einerseits sollte er weiß sein, dass es also aussieht wie Sekt. Und auf der anderen Seite gießt man es auch gerne mal auf ein Glas auf, in dem schon mal drei Eiswürfel Platz gefunden haben. Und deshalb ist auch heute dieser Klassiker immer noch so opulent, so kräftig. Die Basis, die alte Apfelsorte, die Säure bringt, die Mostbirne, die Gerbstoffe haben. Das Ganze hier kombiniert mit Pfirsich, mit Quitte, mit der Traube. Und wenn man reinriecht, riecht man gleich diese Duftigkeit von unserer Holunderblüte, diese Ätherik von den Kräutern. Das ist ganz opulent und dominant in der Nase. Im Mittelstück, wie gesagt, opulente Süße. Trotzdem habe ich leichte Bittermandelnoten von dem Pfirsich. Ich habe die Frische durch die Quitte. Ich habe eine schöne Säurestruktur durch Apfel und durch die Traube, die etwas unreif geerntet ist. Und natürlich im Mittelstück, da kommt diese Explosion von Kräutern. Zitronenverbenen, Eberraute, Bergbohnenkraut, Ananasminze, Ananassalbei, Rosmarin bleibt im Abgang und eine gewisse Würzigkeit, also der Nachdruck vielleicht von Ingwer, was man hier noch ganz leicht erahnen kann. Sie wissen, es ist nie ein Monoprodukt, es ist immer eine Komposition, ein Gesamtkunstwerk. Viel Freude bei diesem Klassiker, den wir seit über 15 Jahren jetzt ins Glas bringen.